anderes, um sich zu engagieren und sich einzubringen und sich körperlich fit zu halten und eine Linie zu haben, das und das musst du machen, statt zu Hause zu sitzen oder irgend sowas. Zu Hause gesessen hat Peter Koloske eigentlich nie. Sein Leben lang war er auf dem Wasser, hat beruflich Spitzensegler trainiert, erst in der DDR, dann in Kiel und Eckernförde. Jetzt hat er endlich selber Zeit, Regatten zu segeln. Auch gestern war leichter Wind gewesen. Leichter Wind. Vor dem Start holt er sich noch Tipps von einem erfahrenen Wettsegler. Ralf Marten ist früher Europacup-Regatten gesegelt und bei den deutschen Laser Ü35-Meisterschaften in die Top 5 gefahren. So, und dann lässt es einfach laufen mit den Böen, immer schön auf Tiefe fahren. Ja. Wenn die Böe vorbei ist, wieder ein bisschen anziehen. Es geht ja auch nicht darum, jetzt das letzte Quäntchen Speed rauszuholen, sondern dass Peter einfach Spaß hat. Und wenn er da einfach ohne Probleme, ohne Manöverprobleme und ohne zu kentern über den Kurs kommt, dann denke ich, dann wird er schon zufrieden sein und dann wird er auch ein paar andere Master hinter sich gelassen haben. 49 Segler aus ganz Deutschland gehen beim 10. Wittensee Lasermaster an den Start. In zwei Bootsklassen. Alle sind mindestens 35 Jahre alt und die meisten Wiederholungstäter. Ja. Ich wollte mich an und für sich bei diesem Verein WSCW sehr herzlich bedanken, dass er sich nach meinen Problemen, die ich persönlich hatte durch die Wettsegelei bzw. das Training, so gut aufgenommen haben und dass der Wolfgang Fuß in der Lage war, so viele Boote, unter anderem auch für mich ein Boot, was ich mir nicht leisten konnte, übergeben hat und in diesem Jahr ein effektives Training mit vielen Gleichaltrigen oder annähernd Gleichaltrigen über die Bühne zu bringen in der Corona-Zeit. Und das hatte mich in diesem Jahr unheimlich nach vorn gebracht. Obwohl ich seit 2017 hier mitsegle, bin ich aber dieses Jahr der Meinung, dass ich das in Zukunft weiterhin tun sollte. Und ich werde mich in dieser Frage auch sehr engagieren, in der Hoffnung, dass Wolfgang uns weiterhin ordentlich trainiert mit den anderen Oldies, die hier zusammen sind. Und dafür möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken und hoffe, dass ich meine Problemzeit mit diesem Engagement im Hintergrund lasse. Dankeschön. Ja, vielen Dank.